Ich bin der Cedric Garecker, komme aus Eschenbach, 19 Jahre alt, mache die Lehre aus Säger EFZ, schließe diesen Sommer ab. Ich bin momentan im dritten Lehrjahr. In diesen drei Jahren aus Säger habe ich sehr viel gelernt mit Holz zusammen, von den Holzartenkenntnissen, welche Holzart es welche ist, welche Eigenschaften sie haben. Ich habe viel mit Maschinen zusammengearbeitet. Dadurch habe ich auch gelernt, die zu reparieren und Wartungsarbeiten durchzuführen, wenn es nötig war, zu diesen Maschinen zu schauen, dass alles richtig ist. Dann möglichst das Beste aus dem Holz rauszuholen, dass wir möglichst viel Ausbeute haben. Das bedeutet, dass wir am meisten von dem Hauptprodukt, wo wir am meisten Geld überkommen aus einem runden Stamm. Mich fasziniert es, wie die Stämme, also die Bäume, in dieser langen Zeit gewachsen sind. Und dann auch, wie man die eigentlich ziemlich schnell weiterverarbeiten und zum rohen Balken machen oder sonst weiterverarbeiten. Ja, in 3 bis 5 Jahren werde ich eine Weiterbildung anfangen zum Produktionsleiter. Damit kann ich mehr Führungsarbeit übernehmen und dadurch auch mehr verdienen. Ich würde die Lehre aus Säger jedem weiterempfehlen, der gerne mit Holz zusammenarbeitet und gerne auch im Freien draussen ist. Wir sind zwar geschützt durch ein Dach, aber meistens immer gleich im Freien. Man kann viel lernen und ich würde es auch Frauen, also Damen, weiterempfehlen, weil wir haben auch eine in der Klasse und der gefällt es sehr gut. Eine Person, die zu uns kommt, kann schnuppern, sieht in dieser Woche eigentlich den ganzen Betrieb. Es wird darauf geachtet, dass er an allen Maschinen arbeitet, dass er mit den Leuten zusammen arbeitet und eigentlich wirklich alles mal gesehen hat. Ich bin hier in dem Betrieb geblieben, weil mir das Team sehr gut gefällt. Die Arbeit gefällt mir nach wie vor sehr gut und vor allem die Abwechslung. Ich habe sehr Spass am Holz und an den Maschinen und am Umgang mit den Leuten. Wir versuchen, möglichst naturnah zu produzieren. Wir versuchen, in möglichst kleinem Umkreis unseren Rohstoff zu beziehen. Das ist vorwiegend Fichte, Tanne, Douglasie und Lärche. Das sind eigentlich die 4 Holzarten, die wir schneiden. Fast kein Holz geht bei uns frisch gerade von der Säge weg, sondern wir schneiden es zuschneiden, hobeln, leimen und so weiter. Ich bin Karla Marian und darf hier in einem Holzhaus wohnen, das wir selber gebaut haben. Wir haben zusammen mit dem Sägewerk Lang das Holz bearbeitet. Das war eine schöne Zusammenarbeit und alles hat tiptop geklappt. Die Zukunft in der Holzindustrie in der Schweiz ist sehr gut. Da haben wir sehr viele Möglichkeiten. Wir können eben in Architektur mehrgeschossigen Holz bauen. Und man kann ein Naturprodukt so veredeln, dass es ein High-End-Produkt heutzutage wird, das gesucht wird.